Hallo, mein Name ist Tabea, ich bin Fahrhundrezeptur-Coach und PTA und wir wollen heute gemeinsam eine Suspension herstellen und hierfür ein Fertigarzneimittel als Ausgangsstoff einsetzen. Wir nehmen als Suspensionsträger einmal ein Syspen-PH4-Pulver und Ibuflam-Tabletten 400 Milligramm als Ausgangsstoff. Damit wir jetzt uns Schritt für Schritt diese Suspension erarbeiten können und das gemeinsam herstellen können, richten wir uns erstmal unseren Arbeitsplatz ein mit allen Arbeitsutensilien, die wir so brauchen. Messzylinder, Fantaschale, Löffel, Wegeschälchen, Abgabegefäß und das am besten alles im desinfizierten Zustand. Wenn ihr den Messzylinder auswählt, dann nehmt am besten einen kleinvolumigen. Das heißt, wir wollen in diesem Rezepturbeispiel 100 Milliliter herstellen. Das heißt, dann nehmt auch einen 100 Milliliter Messzylinder, damit wir den Verlust später so gering wie möglich halten können. Am Anfang müssen wir jetzt erstmal rechnen, denn wir wollen einen 4%igen Saft bzw. Suspension herstellen, 40 Milligramm pro Milliliter, 100 Milliliter Gesamtmenge. Das heißt, wir brauchen rein rechnerisch 10 Tabletten von Ibuprofen 400 Milligramm. Die blistern wir jetzt auch aus, damit wir die gleich zerkleinern können. Wichtig hier, Fertigarzneimittel dürfen Gehaltsschwankungen haben. Deswegen macht es häufig Sinn, dass man eine Mehreinwaage hat, diese zerkleinert und dann da wieder was rausnimmt. Wir haben uns in diesem Rezepturbeispiel jetzt dagegen entschieden. Ihr legt das natürlich individuell in eurer Plausibilitätsprüfung fest. Gerade wenn ihr Wirkstoffe verarbeitet in kleinen Wirkstoffkonzentrationen bzw. eine geringe Anzahl an Tabletten habt, dann solltet ihr mindestens ein Blister bzw. eine Packung zerkleinern und dann da was rausnehmen, um diesen Wirkstoffgehaltsunterschied oder die Schwankung ausgleichen zu können. Wir zerkleinern jetzt erstmal so gut wie möglich und im besten Fall setzt ihr Tabletten ein, denn Filmtabletten sind immer ein bisschen schwieriger zu verarbeiten und man hat halt noch den Filmüberzug mit drin. Bei Ibuprofen war das jetzt nicht möglich, deswegen geben wir jetzt alles, was wir können, um diese Tabletten zu zerkleinern. Das machen wir auch direkt in der Fantaschale. Hier eignet sich am besten eine Glasfantaschale, hier kann man Tabletten sehr gut zerkleinern oder eine Edelstahlfantaschale, gerade bei Wirkstoffen, die sich gerne elektrostatisch aufladen. Und jetzt haben wir ein schönes homogenisiertes Pulver und deswegen werden wir jetzt im nächsten Schritt Syspend PH4-Pulver abwiegen. Und normalerweise nimmt der immer 6,5 Gramm auf 100 Milliliter. Wir haben jetzt aber ein Viskositätsproblem wahrscheinlich aufgrund der Hilfsstoffe in der Tablette, im Fertigarzneimittel. Und um die Viskosität passend einzustellen, setzen wir jetzt erstmal 4,5 Gramm Syspend PH4-Pulver ein und dann tasten wir uns langsam ran, bis wir die Viskosität haben, die wir möchten. Die 4,5 Gramm Syspen-PH4-Pulver homogenisieren wir jetzt erstmal mit unseren gemörserten Tabletten und im nächsten Schritt fügen wir ja dann Wasser hinzu. Und hier könnt ihr dann Aqua Purificata wählen und wir haben in unserem Syspen modifizierte Maisstärke. Und deswegen brauchen wir jetzt in diesem Schritt erstmal 80% Wasser, die wir dann gleich komplett hinzufügen, damit unsere Stärke gut benetzt wird und keine Klumpenbildung entsteht. Also nicht anreiben. Und jetzt rühren wir das Ganze erstmal und es dauert jetzt erstmal einen Augenblick, bis die Stärke gequollen ist. Und dann können wir abschätzen, ob wir noch mehr Syspen brauchen oder nicht. Gerade vielleicht so als Hinweis, wenn ihr so eine pastenartige Konsistenz habt, dann wisst ihr, okay, da brauche ich keinen Syspend-Pulver mehr hinzuzufügen. Wenn das nicht der Fall ist, dann sollten wir nochmal Syspend-PH4-Pulver ergänzen. Und ihr dürft natürlich nicht vergessen oder wir müssen im Hinterkopf behalten, dass da noch 20% Wasserphase fehlen. Also es muss jetzt schon noch ein bisschen, ich sag mal, fester sein, damit wir das dann später gut ergänzen können. Wenn ihr das dann homogenisiert habt, dann schauen wir uns nochmal die Viskosität genau an. Die ist eigentlich so fast, wie sie sein sollte am Schluss. Also werden wir uns jetzt dazu entscheiden, dass wir auf jeden Fall nochmal Syspend PH4-Pulver hinzufügen. Und das Ganze machen wir jetzt im 0,5 Gramm-Schritt. Denn ihr werdet im Laufe des Videos sehen, dass es relativ schnell geht, dass die Viskosität zunimmt. Und damit wir den Moment nicht verpassen, machen wir das in kleinen Schritten. Ihr könnt das einfach aufstreuen und dann weiter homogenisieren. Wichtig ist, wenn ihr jetzt während der Herstellung immer wieder was hinzufügt, schreibt euch das unbedingt auf.
damit wir am Schluss auch noch wissen, was in unserer Suspension tatsächlich drin ist. Denn bei dieser Viskosität werden wir auf jeden Fall nochmal was hinzuwiegen. Also nehmen wir wieder 0,5 Gramm Suspend pH4 Pulver, wiegen das ab und geben das zu unserer bisherigen Suspension und homogenisieren das Ganze. Das heißt, wir haben jetzt 5,5 Gramm auf 100 Milliliter. Und eine richtig gute Konsistenz ist quasi, wenn ihr so eine Creme habt, mit der man sich eincremen könnte, sag ich mal so, um so ein Gefühl dafür zu bekommen. Und hier werden wir uns jetzt auch nochmal entscheiden, nochmal Suspend pH4 Pulver hinzuzufügen, 0,5 Gramm. Das heißt, wir haben dann jetzt insgesamt 6 Gramm Suspend pH4 Pulver in unserer Suspension. Und dann schauen wir uns gleich die Viskosität wieder an. Und das sieht schon mal richtig gut aus. Und das sind halt 1,5 Gramm Unterschied zum Anfang. Und deswegen macht es Sinn, diese kleinen Schritte durchzuführen. Wenn ihr das Ganze homogenisiert, dann macht es Sinn, dass ihr auch immer zwischendurch abschabt, damit keine Klumpen sich bilden, beziehungsweise keine Klumpennester übersehen werden. Und im nächsten Schritt tarieren wir jetzt unseren Messzylinder. Weil wir stellen jetzt volumetrisch her, weil wir nicht wissen, was mit unserer Dichte passiert. Aber damit wir das nächste Mal das gravimetrisch herstellen können, wiegen wir uns einmal den Messzylinder. Wir machen jetzt in unseren Messzylinder ungefähr 5 Milliliter gereinigtes Wasser. Dann überfüllen wir unsere Suspension und durch das Wasser unten drin rutscht das nachher besser aus dem Messzylinder und es geht viel einfacher in unser Abgabegefäß zu überführen. Jetzt entnehmen wir erstmal aus der Fantaschale unsere Suspension, kratzen so gut wie möglich ab. Wir wollen so wenig wie möglich Wirkstoffverlust haben. Und deswegen werden wir im nächsten Schritt jetzt auch nochmal Aquapurificator nehmen und unsere Glasfantaschale ausspülen. Es soll ja nichts zurückbleiben. Und dann ergänzen wir auf 100 Milliliter. Wir homogenisieren das Wasser, was wir jetzt dazugegeben haben, mit der Suspension, mit einem Glasstab und reinigen diesen mit einer Pasteurpipette und dem gereinigten Wasser und auch unseren Messzylinder gleich, damit wir auch da keine Verluste haben. Und wenn wir dann auf 100 Milliliter ergänzt haben, dann wiegen wir gleich unseren Messzylinder. Und jetzt kennen wir das Gewicht und das Volumen und damit können wir im nächsten Schritt dann gravimetrisch herstellen. Aber bitte nur für den Hersteller, den wir uns jetzt validiert haben. Jetzt überführen wir unsere Suspension in unser Abgabegefäß. Dieses wählt ihr am besten immer in einem größeren Volumen, also am besten doppelt so groß. Mindestens bei 100 Milliliter, mindestens 150 bzw. 200 wäre optimal, damit man das Ganze richtig gut aufschütteln kann und der Wirkstoff homogen verteilt ist in der ganzen Suspension. Und hier als Indikator, wenn es so ein bisschen kluckert bei dem Schütteln, dann habt ihr die richtige Konsistenz. Und wir gucken uns die jetzt hier nochmal einmal an und das sieht sehr gut aus und das lässt sich auch aufziehen und damit kann man das sehr gut verabreichen. Also ihr müsst das nicht auf die Spitze treiben, es braucht einfach eine gute, aufziehbare, aufschüttelbare Suspension. Und damit sind wir am Ende des Videos angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es werden demnächst noch weitere Videos auf unserem Blog folgen. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal.